Die Integration von Migranten und Flüchtlingen ist derzeit nicht nur eine Herausforderung für die Gesellschaft, auch die Wirtschaft sieht sich mit neuen Aufgaben und Problemen konfrontiert. Wie sie damit umgehen kann, das wurde am 16. Februar 2016 bei einem Unternehmergespräch mit dem Innenminister des Landes Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht, in der IHK Magdeburg diskutiert. Der Minister machte schon in seinen einleitenden Worten klar, dass die Integration dieser größtenteils jungen Menschen perspektivisch nicht nur wünschenswert, sondern auch notwendig ist. Wir hatten, jetzt rede ich mal für Gesamtdeutschland, im Jahr 2005 die höchste Zahl der Erwerbsfähigen. Nicht Tätigen, Fähigen. Etwas über 60 Millionen, glaube ich 64 Millionen, waren in einem erwerbsfähigen Alter. 2030 werden das noch etwas über 40 Millionen in Deutschland sein, die in einem erwerbsfähigen Alter sein werden. 2030 kommt auf einen Arbeitnehmer, drei Pensionäre oder Rentner. Und das ist die Grundlage, die wir bei unseren Überlegungen brauchen, weil wir in einem Veränderungsprozess im Arbeitsmarkt in Deutschland sein werden. Das heißt, wir werden sogenannte Mangelberufe bekommen, wo wir keine qualifizierten Arbeitskräfte mehr bekommen. Das gibt es auch teilweise schon in Sachsen-Anhalt. Es gibt Berechnungen, die sagen, dass in 20 Jahren in Deutschland 6 Millionen Arbeitskräfte fehlen werden. Dass man solchen Situationen auch international entgegenwirken kann, wird schon jetzt am Beispiel des Förderprogramms MobiPro EU gezeigt. In dessen Rahmen können junge Menschen aus Ländern der Europäischen Union ihre Ausbildung in Deutschland absolvieren. Eine Initiative, die auch die IHK Magdeburg unterstützt, wie Dr. Rolf Kunsch vom Institut für Marktwirtschaft zu berichten weiß. Als Träger des Bundesprogrammes MobiPro kann ich feststellen, dass wir gemeinsam, also IHK Magdeburg, die Ausbildungsunternehmen und wir erfolgreich die jungen Menschen integriert haben. Nächste Woche beginnt in La Pobla di Valbona, das ist der Ort, auf dem wir uns konzentrieren, ein weiterer Sprachkurs für 40 zukünftige Auszubildende. Wir bereiten sie auf die Sprachprüfung vor, auf das Praktikum und auf die Ausbildung. Nochmal an dieser Stelle Dank an die IHK, Frau Dürrwand, für die hervorragende Unterstützung bei der Rekrutierung der zukünftigen Auszubildenden. In der anschließenden Diskussion kamen neben Hindernissen, die die Unternehmer bei der Einstellung von Migranten erlebt haben, auch allgemeine Probleme zur Sprache. Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper beispielsweise mahnte an, dass man vor allem Flüchtlinge nicht verfrüht auf den ersten Arbeitsmarkt entlassen dürfe, da sonst eine Integration durch Arbeit schwer möglich sei. Wir wollen integrieren in einem vernünftigen strategischen Maßstab. Dann braucht man Zeiträume von 5 Jahren. Ja, die jungen Leute in der Ausbildung kamen und auf den ersten Arbeitsmarkt verfügbar. Wir brauchen 5 Jahre. In der Zeit hat keiner sonst eine Fachausbildung, die sie alle haben, weil sie wollen Facharbeiter haben. Und keine Ungelernten haben, die haben sie ja genügend. Ich habe 20.000 Mark Ungelernte, die sie morgen haben können. Da brauche ich nicht noch neue, ich brauche Facharbeiter. Und dafür brauche ich Zeit, Jahre Zeit, die auszubilden, sinnvoll auszubilden auf die Stellen, die wir in den nächsten Jahren freikriegen. Und das erfordert einfach Zeit und Muße. Und darum ist dieser ständige Ruf, jetzt müssen wir auch schnell mal integrieren. Die führt zum Gegenteil, die führt dazu, dass die alle Billigjobs kriegen und am Ende scheitern werden. Der Problemschwerpunkt der Unternehmer lag während der Diskussion aber weniger auf den mangelnden Sprach- oder Fachkenntnissen der Angestellten, sondern bei der fehlenden Flexibilität von Seiten der Behörden. Zu undurchsichtig sind die Voraussetzungen für Förderprogramme, zu kompliziert die Gesetzeslage, zu langsam die Bearbeitung von Problemfällen. Das betreffe aber nicht nur das Feld der Wirtschaft und müsse dringend geändert werden, meint Dr. Kunsch. Da muss ein Umdenken passieren. Wir haben keine Zeit. Die Menschen müssen integriert werden. Je länger wir damit warten, je mehr Konfliktpotenzial entsteht. Und das hilft uns im gesamten Integrationsprozess überhaupt nicht.